Mein Name ist Claudia Heidemann. Ich bin von der Ausbildung her Umweltingenieurin. Zu der HMQ bin ich gekommen, weil mich das Tätigkeitsfeld der HMQ sehr interessiert hat. Weiter ist natürlich super, dass HMQ in Graubünden daheim ist, weil ich bin Bündnerin und wollte auch immer unbedingt hier bleiben. Von Natur aus bin ich sehr ein ruhiger Mensch. Ich habe sehr viel Geduld. Und das ist auch etwas, was ich tagtäglich brauche im Umgang mit unseren vier Rossen. Ich bin leidenschaftliche Freizeitreiterin, habe auch meine Rosse entsprechend in einer Offenstallung. Und ja, das ist einfach, dort schlägt mein Herz ein bisschen höher. Nur mit Geduld kommt man aber nicht durchs Leben. Und bei HMQ habe ich gelernt, dass man, wenn man mit einem Projekt auf Führerschein will kommen, ein gutes Projekt will abliefern, dass man eben auch mal dranbleiben muss, ein bisschen Gas geben, vielleicht auch mal ein bisschen fordern. Und so habe ich mich auch persönlich weiterentwickelt. Als Projektleiterin im Planungsbereich arbeite ich in der Abteilung Raumentwicklung, Verkehrs- und Umweltplanung und kann so Projekte wirklich von Anfang bis Ende durch bearbeiten. Das ist nie eine Fließbandarbeit, was es extrem spannend macht. Mit jedem Projekt steigt natürlich die Erfahrung. Und so wird es auch wirklich nie langweilig. Und es macht eine riesen Freude, um bei der HMQ arbeiten auf die Art und Weise. Hier im Hintergrund sieht man Bauarbeiten zum Projekt Biathlon Arena Lenzerheide. Das Projekt haben wir von der Planung bis jetzt wirklich zu der Realisierung begleiten. Wenn man es noch etwas genauer anschaut, sieht man im Hintergrund die Betonwand. Das ist das Kernstück der ganzen Anlage. Das ist eine Schiessanlage mit 30 Scheiben. Das Projekt Biathlon Arena selber ist wiederum Bestandteil eines anderen Grossprojekts, das wir dürfen begleiten. Das ist die Bewerbung für das Nationale Schneesportzentrum Lenzerheide. Das ist ein Projekt, das das BASPO, also das Bundesamt für Sport, ausgeschrieben hat und wo es grundsätzlich eigentlich um Jugend- und Sportförderung geht.